Ja, heute ist der Tag nach dem ersten WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien. Wir sind noch in Albanien. Wir werden heute Vormittag noch die Zeit nutzen, bevor wir in den Flieger steigen, um die Spielerinnen, die gespielt haben, zu pflegen, um direkt in den Regenerationsprozess zu gehen, der ja sehr wichtig ist, weil wir kommenden Dienstag noch ein Spiel gegen Polen haben. Die anderen Spielerinnen, die gar nicht gespielt haben, teilweise verletzt sind oder nur wenig gespielt haben, dürfen heute Morgen noch mal ein wenig schwitzen mit einem Laufen, mit einem Krafttraining. Dann werden wir in den Flieger steigen, über Wien nach Zürich fliegen. Wird ein langer Tag, ein Reisetag, werden dann irgendwann heute Abend unser nächstes Hotel beziehen. Und dann geht der Fokus schon voll Richtung Polen, das ist klar, mit dem entsprechenden Trainings nochmal. Aber im Vordergrund steht natürlich jetzt auch die Erholung der Spielerin, das ein oder andere persönliche Gespräch. Nochmal ein wenig kritisch über die Leistung zu gucken. Wir haben 4-1 gewonnen, haben auch gute Ansätze gezeigt, haben sehr schöne Tore gemacht. Aber Trainerinnen sind ja immer kritisch und ich glaube, ich darf auch zu Recht kritisch sein. Wir haben noch Potenzial und Luft nach oben und ich bin mir sicher und wir werden daran arbeiten, dass wir die Dinge, die wir nicht so gut gemacht haben, vor allen Dingen auch in der Mentalität gegen Polen, dann zu 100% auf den Platz bringen.